Ja, das letzte Mal, dass der Stefan so ein bisschen ungehalten war, war, als ich gesagt habe, wir gehen da rein und zeigen das. Du hast zwei wirklich interessante Hunde da drin, die bewachen dieses Auto. Das ist dein neues Fahrzeug, mit dem wirst du selber fahren. Und ich darf noch nicht den Innenraum zeigen, aber wir teasern ihn mal von außen. Gerne. Also das ist unser Testfahrzeug, fahren wir jetzt seit anderthalb Jahren. In der Inneneinrichtung haben wir halt etliche Sachen, die wir noch im Test haben und die wir noch nicht veröffentlichen. Teil davon werden wir freigeben, Teil eben noch nicht. Ja, Möbel aus Plutonium, Holz aus Uran, oder? Es wiegt überhaupt nichts mehr alles. Nein, wir haben hier Bambus innen drin im Test, den werden wir freigeben. Und von der Elektrik haben wir ein paar Testszenarien, die können wir eben noch nicht zeigen. So, wir können es von außen noch mal zeigen. Da habe ich dich denn hinbekommen. Ich zeige mal gleich eine Kleinigkeit. Warte mal, ich muss jetzt, nehme jetzt mal den Weitwinkel raus oder machen wieder rein. Dann wirkt das Fahrzeug auch schön. Sandra, du hast gesagt, du möchtest was Kleines haben. Damit hast du nicht Babys gemeint. Du hast drei Katzen. Ein kleines Auto wolltest du haben. Der ist ja jetzt nicht klein. Ja, daneben bin ich eine Ameise, oder? Aber Stefan, ganz ehrlich, der ist klein. Wir haben nämlich gestern, wo haben wir gefilmt? Unicut haben wir gefilmt, 12 Meter, Wohnmobil, ja. Drei Schlafplätze. Wie lang ist der denn? Der ist inklusive Ersatzrad ungefähr 9 Meter. Boah, das ist drei super handlich. Haben wir auch, wie immer halt für unsere Hunde wieder eine separate Box, wo die sicher und bequem mitfahren können, die auch klimatisiert ist. Und oben drüber, wie bei unserem Vorgängermodell, das du dir gefilmt hast, für die Tochter auch wieder ein Bett. So, der steht hier an einer ganz interessanten Stelle. Wir sind nämlich hier auf dem Parcours, den bin ich auch gestern gefahren, mit der Turbo-Else da hinten sind wir da durchgefahren. Könnte der hier problemlos rauf und runter, rückwärts, vorwärts? Hier bin ich alles schon gefahren, auch mit dem Auto. Sehr schön. Ja, Rad-Reifen-Kombination, gab es die so ab Werk bei Iveco? Die gibt es ab Werk, ja. Die 14er Reifen mit der Sprengringfelge, das kann man standardmäßig so bestellen. Du hast ein schönes Fahrzeug konfiguriert, klein, aber fein, 280 PS, 15 ja. Tonnen Zuladung. So wie er da steht, inklusive kompletter Ausstattung 12 Tonnen. Also kann man, Tonnen Zuladung. Kann man bis auf das Bambus innen, kann man den schon kaufen und bestellen bei dir? Nein, es ist ein Sondergrundriss. Wie gesagt, es ist im Prinzip ein EX462, der um 80 cm verlängert wurde. Ich zeige dir wo. Okay, da sind die kleinen Wauwis. Diese Verlängerung. Einmal die Hundebox und oben drüber das Bett von der Tochter. Das ist die Verlängerung. Im Heckbereich ist es weitgehend ein EX462. So, die habe ich gefilmt, da waren sie noch ganz klein. Ja, die hast du gefilmt, da war sie bei der Sabine auf dem Arm. Die kleinen hat sie 65er Schulterhöhe und ist 2,5. Darf man streicheln oder? Nee. Nein, mach es nicht. Doch, so geht's. Doch, so geht's, ja. Ist entspannt. Ist die goldig? Das ist eine ganz spezielle Rasse, sehr eigenwillig. Ist ein tschechoslowakischer Wolfshund, eine sehr ursprüngliche Rasse, ja. Schon eigenwillig, oder? Sehr. Wir haben das gefilmt, du musst das Video gucken. Da waren die total süß und klein und da hat er schon gesagt, naja, warum habe ich mir das angetan, eigenwillige Rasse und so weiter. Ist das ein Jagdhund? Wie kann man den einschätzen? Nein, das ist ein Militärprojekt aus der Tschechoslowakei aus den 80er Jahren. War gedacht für Grenzbewachung. Hat als Militärprojekt nicht ganz geklappt, aber das ist halt eine, wie gesagt, sehr ursprüngliche, sehr gesunde Rasse und ist eine Aufgabe. Achso, es war eine Züchtung zwischen Wolf und Hund, oder? War eine Züchtung zwischen Wolf und Hund, ja. Zwischen ostdeutschen Schäferhund und Karpatenwolf. Crank. Einige Generationen, weil ich glaube, bis zur dritten Generation darf man die gar nicht halten, weil noch zu viel Wolf drin steckt. Richtig. Die erste Wolfshündin, die wir hatten, war eine F6, also sechste Generation. Mhm. Und die F3, da braucht man noch eine Zulassung dann. Aber wie gesagt, F6, das geht dann. Mhm. So, okay, verstehe. Das heißt, Elternbett ist hinten? Elternbett ist hinten, genau. Querschläfer? Querschläfer, wie beim 462, den wir gestern gemacht haben. Kabinenaufbaulänge? 5,40 Meter. 5,40, also ein toller Grundriss. Ja. Dann hier Sitzgruppe in der Mitte. Und Zwischenboden. So, und da werden wir in Kürze mal was machen. Wenn ich zu dir komme nach Oberframmern, ja. Können wir da was machen? Vielleicht? Wahrscheinlich, vielleicht. Gut, ich mag das so beim Stefan. Denn wenn er nämlich, hier vorne ist eine Absperrung, das Ding war nämlich nicht dazu gedacht, dass man es sieht. Trotzdem hast du es an der Stelle natürlich hingestellt, wo du die beste Aussicht hast über den ganzen Abenteuer Allrad. Du bist schon wie lange dabei bei Abenteuer Allrad? Ich glaube, das 20. Mal. Du bist einer der längsten, muss man schon sagen, und der treuesten mit
Aussteller hier bei der Abenteuer Allrad und das Ganze ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe ganz viele, die mich angesprochen haben, gesagt, der hat das Video gesehen und wir wollten da einfach mal hin. Wir wollen eigentlich noch gar kein Reisemobil kaufen, aber die Show, die hier geboten wird, ist so klasse. Ja. Unten, hast du Zeit mal auf dem P1 zu fahren? Oder? Nein, keine Chance. Camp Area habe ich noch nie geschafft. Noch nie? Nein. In den 20 Jahren? Nein. Ich stehe jetzt hier oben, wir grillen, wir gehen mit den Hunden. Hier ist fantastisches Naturschutzgebiet außenrum. Kann man ganz toll mit den Hunden gehen. Das ist ihr würdigt dieses Naturschutzgebiet auch so. Hier war, glaube ich, mal Truppenübungsgebiet, was hier da war. Wenn hier anschließend, wenn ihr geht, sieht das wieder so aus, wie, als wäre nie was da gewesen. Richtig. Ja. Das ist ja ziemlich cool, denn guck mal hier rundherum, beschreib mal, das ist doch krank, oder? Ja, man merkt es ja auch, man fährt hier mit dem Shuttle hin, so, weiß nicht, 10 Minuten. Das heißt, das Gelände an sich ist irgendwo ja, im tiefsten Naturschutzgebiet. Es ist grün, es riecht sehr, sehr fein. Da ist ein Holunderbusch. Ja. Und, ist so eine Mischung aus Diesel und Holunder, so kann man sagen. Ja. Denn hier wird ja geübt. Das Ganze ist schon eine richtige Kultsache. Mittlerweile die größte Ausstellung seiner Art der Welt. Also keine Ausstellung. Es gibt zwar in Amerika so Offroad-Ausstellungen, aber die sind natürlich verteilt auf mehrere in ganz Amerika, weil das so groß ist. Aber hier kommen die Leute aus ganz Europa, ne? Ja, wenn es reicht, nicht sogar international. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so haben sie den Titel gekriegt mit der weltgrößten Offroad-Ausstellung. So, hier hast du einen schönen Radträger dran gebaut. Wann willst du den denn abgeben, den hier? Oder wird er gar nicht mehr abgegeben? Der wird, der Nachfolger ist schon bestellt, wird im Frühjahr nächstes Jahr kommen. Ich denke, Sommer, Herbst nächstes Jahr werden wir den abgeben. Mit Bambus? Mit Bambus. So, was wir nicht zeigen dürfen. So, die Treppe hast du selber gebaut? Die Treppe haben wir selber gemacht. So, ja, viel mehr darf ich ja nicht zeigen. Deswegen reden wir jetzt über die Treppe und über die Wolfshunde. Da ist die Beklebung ist mit drauf. Die Lackierung macht ihr selber? Das ist eine Folierung und das macht ein Partner von uns, aber nach unserem Design oder in Absprache mit ihm. Der hat sehr gute Ideen und die Zusammenarbeit mit ihm klappt immer hervorragend. Wir haben mal so eine grobe Idee und sagen, mach mal. Und spätestens nach dem zweiten oder dritten Iterationsschritt haben wir da eine gute Lösung. Hast du schon ein bisschen Feinkontakt gehabt? Ja? Ja, das war ein Schild. Das ist nicht rechtzeitig ausgewichen. Ja, ist aber gar nicht so schlimm. Also ein bisschen ist das Alu eingedrückt im Sandwich. Ja. Kann man ja spachteln, übergeht, oder? Das spielt keine Rolle. Bleibt so. Das ist, kann man mit der Folierung wieder kaschieren und das spielt keine Rolle. Also man sieht es ja auch kaum. So, die Aufbautür. Fahrzeughöhe, was ist hier? Dadurch, dass wir einen Zwischenboden haben und 1,85 Stehhöhe, ist wieder speziell für uns angepasst, 3,90 Meter Gesamthöhe. Also geht gerade so hin, was da ist. Hat der Namen, wie heißt er? EX540 Sondergrundriss. Wir bringen aber jetzt demnächst ein EX540 als Serienfahrzeug. Auch ein zwischen dem EX462 und EX600. Dazwischen nochmal eine Größe. Stefan Christner. Und jetzt, wenn wir uns mal ein Reisemobil angucken, das noch größer ist, glaube ich. Ist er noch größer drüben? Ja, wir gehen zum EX600. Der ist dann nochmal 60 cm länger von der Wohnkabine auf einem M1. So, und das hier ist übrigens eine ganz tolle Geschichte für Leute, die auch einfach mal mitfahren wollen. Du kannst dir so Tickets kaufen, so ein bisschen wie ein Hubschrauber-Rundflug. Ja, genau. Und dann fährt ein Profifahrer, fährt mit anderen Menschen drüber. Kann man auch selber fahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit dem Katz kann man sogar selber fahren. Da ist bloß der Instruktor daneben. Der Instruktor ist daneben. Und Sandra ist nämlich gefahren gestern alleine. Da hinten. Ich habe sie schon gesehen, das rote Fahrzeug. Die Turbo-Else. Die Turbo-Else. Die Turbo-Else. Ja. Sehr gut. So ist das. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, also Adrenalin pur, aber es war cool. Ich bin da auf dem Berg, bin ich nochmal rückwärts runtergerasselt. Das haben wir sogar gefilmt, haben wir, von 2 Kameras. Ja. Und warum? Zu wenig Gas. Und die Kupplung nochmal getreten. Ja, das heißt Kraftstoß. Ja. Wer meinen Offroad-Vortrag zum Offroad-Training, den Lehrgang hat, steht drin, Füße weg von der Kupplung. Niemals im Gelände Kupplung treten. Okay. Antriebsstrang ist unterbrochen, Vortrieb ist weg. Und das Auto macht ganz komische Sachen, die man gar nicht haben will. Lernt man aber dann. Also war so. Ja, Lernkurve ist da sehr steil. Sehr steil. Also Steilhang Kupplung treten, das weiß man da. Einmal so. Machen, das weiß man. Ihr habt ja was ganz Cooles. Ihr habt kein Stahlseil mehr hier drin. Nein, wir haben ein Kunststoffseil. So, und deswegen sieht das auch so aus, wie es aussieht. Das wird dann einmal drumherum gewickelt. Das hast du mir erklärt gestern, oder? Ja, habe ich dir gestern erklärt. Und das ist, um sich selbst aus dem Matsch zu ziehen oder andere aus dem Matsch zu ziehen?
Genau, das sind Seilwinde, da kann man eben jemand anderen bergen oder wenn ich einen stabilen Ankerpunkt habe, aus sich selber rausziehen. Ja. Ist auch blöde Frage, wie, was das für ein Fahrzeug ist. Ja, es ist ein EX540. Darf ich es mal zeigen? Ja. Dankeschön. So, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Bimobil auf der Abenteuer Allrad. Heute ist Freitag, der 9. Juni 2023 und hier fährt ein Tatra. Der Tatra ist natürlich schon ultra geländegängig, ist schon sehr speziell, oder? Sehr speziell, ja. Mega. So, der hat hinten, ich weiß nicht, ist da überhaupt noch ein Antriebsstrang drin oder ist da ein Elektromotor und hinten wird nur noch Strom erzeugt oder wie läuft das? Na, so wie er klingt und riecht, ist da noch ein Original-Dieselmotor drin. Das ist ein Zentralrohr, das heißt ein extrem steifer Aufbau. Das ist ein hochinteressantes Auto. Man kriegt die mit 16er-Reifen gleich, also die gleiche Reifengröße wie die Cuts, die hier rumfahren, drauf haben. Einzelradaufhängung hat er. Ja, das ist auch selten. Schon ein faszinierendes Auto. Vielen Dank fürs Einschalten. Wo ein Tatra da ein Weg, das Tatra-Prinzip, Zentralrohrrahmen mit luftgefederter Einzelaufhängung. Tschüss.